Herr Kubicki, brauchen Sie vielleicht auch mal eine PR-Beratung? Von Ihnen? Ja, oder haben Sie schon jemanden, der Sie berät? Christian Lindner. Ach, Lindner. Braucht der denn nicht selber dringend eine Beratung? Darüber haben Sie nicht nachgedacht, ne? Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, und das fällt auch anderen auf. Schauen Sie mal diesen Tweet hier. Kubicki duscht länger, als er nachdenkt. Unlustig. Naja, Sie haben halt der Bild gesagt, dass Sie auch bei Energie- und Wassermangel trotzdem lange duschen wollen. Und das klingt halt so, ihr könnt mich alle mal. Ich war sehr mies gelaunt. Mhm. Und das ist aber Dauerzustand bei Ihnen, ne? Das denkt meine Frau auch von mir. Schauen Sie, Herr Kubicki, natürlich ist es beschissen, wenn wir jetzt als Einzelne dafür leiden sollen, was in den letzten 16 Jahren einfach mal komplett verbockt wurde. Wir lebten in einer Merkel-Diktatur. Ich habe übrigens auch interessanterweise mit Reichsbürgern... Oh, nee, Herr Kubicki, da muss ich Sie unterbrechen. Tut mir leid, aber ich kann mir so einen Quatsch echt nicht anhören. Ist Ihr gutes Recht, halte ich aber für übertrieben. Ja, es mag sein, aber es gibt Weltanschauungen, die machen mich einfach nur fertig. Wenn Sie fertig sind, abends mal einfach in eine Kneipe gehen... Dann wäre ich halt ständig besoffen, das wäre mir ein bisschen peinlich. Es ist mir überhaupt nicht peinlich. Haben Sie denn heute schon was getrunken, Herr Kubicki? Morgens schon bei einem Sektfrühstück. Man merkt es auch zwischendurch an Ihrer Aussprache. In meiner Funktion als Furzender bei unserer Raumkommission. Haben Sie gerade gesagt, in Ihrer Funktion als Furzender? Unlustig.